Hallöchen alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Let's Kurz, meine Damen und Herren. Heute in verschiedener, unterschiedlicher Reihenfolge und mit 100% mehr Bart. Jawohl, ja, endlich. Achtung, ja, da spare ich ja bloß meinen Bart, Alter. Wie hast du mich genannt, Alter? Ich hab einen Vollbart. Ich wäre vorsichtig an deiner Stelle. So, was machen wir denn heute Schönes? Ich habe beschlossen, jetzt gerade eben in diesem Moment, dass wir... Vielleicht machen wir... Wir fahren hier hin. Wir fahren hier nach Hause. So. Das heißt, wir starten das Video... Sehr schön, professionell wie ich bin, erstmal mit 8,5 Stunden fahren. 200 Kilometer. Aber dafür haben wir Vollbart. Also. Da müssen wir genügsam sein, meine Damen und Herren. Vielleicht passiert ja auch was Spannendes jetzt so unterwegs. Ausnahmsweise mal. Wie zum Beispiel dieses Cabrio, das ich nicht treffe, obwohl ich es eigentlich echt versucht habe. Vielleicht sollte ich dann wieder versuchen, nicht zu treffen. Dann klappt das auch wieder mit mir und dem Umfeld. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Vollbremse mache, aber es war ja auch noch in die falsche Richtung hier. Egal, wir fahren hier weiter. So, ich habe beschlossen, wir fahren hier weiter. Man muss auch mal flexibel sein im Leben. Mit so einer tollen Skyline sowieso, da muss man quasi... Da bin ich ja quasi dazu verpflichtet, auch mal was anderes zu machen. Nicht, dass ich hier permanent dieselben Straßen sehe, sondern ab und zu ja auch mal... Der führt mich wahrscheinlich wirklich immer über dieselben Straßen, weil es ja immer der kürzeste Weg ist. So, auf Wiedersehen. Ja, ich bin auch... Das tut mir aufrichtig leid, dass ich die getötet habe. Ist eigentlich fürchterlich, oder? Wie leichtfertig man mit Leben in einem Videospiel umgeht, ist schon eigentlich verrückt. Aber... Ja, what is this shit? Ich kann dir sagen, was das ist. Offensichtlich ein halber Baum. Sonst hätte ich ihn ja umfahren können. Ist doch ganz, ganz offensichtlich, Alter, oder? Also. Schön übrigens, dass die Polizei offensichtlich nicht, sondern die interessiert, dass es hier ein Geisteskranker über die Straßen fährt und Menschen tötet im Vorbeifahren. Ist. Passiert in L.A. offensichtlich häufiger. Muss eigentlich echt komisch sein, auch für Leute, die in L.A. wohnen, hier dann so. Also GTA zu spielen, oder? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es ein Videospiel gäbe. Danke. In der Stadt, in der ich spiele, beziehungsweise wohne vielmehr, also abgesehen von FIFA. Oh, jetzt habe ich verraten, dass ich quasi in einer von, was weiß ich, 36 oder von mir aus 54 Städten wohne, in denen irgendwelche Profivereine in Deutschland Fußball spielen. Wahnsinn, Wahnsinn. Da vielleicht rede ich auch gar nicht von der Fußball-Bundesliga, sondern von der Handball-Bundesliga. Tja, was jetzt? Plot-Twist. Wenn ich schon kein Bioshock mehr spiele, dann muss ich wenigstens... Ach ja, ich bin in diesem Moment mit Bioshock fertig. Also das Finale, ich weiß nicht, ob es schon online war. Wenn nicht, dann ist das bald soweit, meine Damen und Herren. Für die Leute, die beruhigt. Erstmal gucken, was hier so geht. Das ist Michaels Unterschlupf, das ist schön, danke. Mit Bett. Es ist schön, dass der mir jetzt vorgestellt wird. Nachdem ich eigentlich das Konzept von Unterschlüpfen mit Betten und Klamotten und so längst kennengelernt habe. Ich möchte die Schuhe rechts unten bitte anziehen. Das würde ich gerne tun. Darf ich, bitte? Ja, wobei, ich glaube, Kleider von Frauen trägt ja eher so der dritte Charakter, der noch kommt. Ist eigentlich auch Quatsch, dass ich den Namen jetzt hier die ganze Zeit verschweige, oder? Trevor, jedenfalls. So, wie dem auch sei. Was ist hilarious, Alter? Okay, wenn du das sagst. Guck, was jetzt so geht. Vielleicht geht ja wieder irgendwer fremd. Womöglich. Ja, knall du mal schön die Tür, du Vogel. Wunderschöner Übergang von Tag zu Nacht. Ist das ein Porno? So rede ich auch immer, wenn ich mit Leuten... Sieht man ja in Rocket League, ne? Da rede ich auch immer über die Penisse von den Herrschaften. Was? Sagst du. Sieht ein bisschen aus wie Doom. Go away. What? Go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you. What the fuck? Okay. Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. Den du selbst gekauft hast, natürlich. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. Why you to do something? Super Unterhaltung, Alter. Sit there eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah. Well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Den du selbst bezahlt hast.
winselt er da rum. Unglaublich. Ja, ein bisschen mehr Respekt vor dem Bart haben. What things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Ja, das sind die Geister, die ich rief, oder was? Vielleicht hat er in dem Spiel ja sogar, in dem Film ja sogar mitgespielt. We'll take a bike ride. Ist doch Schauspieler, oder? Ja, ja, er ist Schauspieler. Vespucci Beach, sagst du. Ja, ach, zum Fahrradverleih direkt. Ja, dann geht's ja noch. Kommt irgendwie so vor, als kenne ich das Wort Fahrradverleih aus irgendeinem Lied. Kann das sein? Naja, keine Ahnung. Was? Schön, dass er auf dem Boden mitrutscht, während er die Tür öffnet. Na gut, aber so Grafik kann ja auch nicht alles können. I'm going gray listening to this crap. Station change. Fuck yeah, my jam. Also, scheinbar hat er gerade den Radiosender geändert, den ich nicht hören darf. Jimmy. Hallo? Ein bisschen hier, ich hatte eindeutig Vorfahrt. Are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God! You think I've got learning difficulties, huh? Das ist halt immerhin eine quasi frisch eingebaute Klimaanlage im Sinne von keine Scheiben mehr. Pal, wenn mein Sohn mich Kumpel nennen würde, wäre auch scheiße. Not unless they're a spick or a Jew boy or an ass munching homo. Oh, there was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty? Really? And mowing someone down in the street? Hey, I never said you had learning difficulties, Jim. Well, I do. And you never care. I just said the doctor. Würdet ihr bitte weiterreden? Es ist nichts passiert. Hier gibt's nichts zu sehen, quasi. Old man, Alter. Der soll gottverdammt nochmal Respekt vor dem Bart haben. Ansonsten kann ich den umbringen? Ich kann den bestimmt nicht umbringen. Wo muss ich an einer bestimmten Stelle parken? Was wollt ihr von mir? So, ja, hi auch. Guten Tag. Das ist korrekt. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Ich bin mein eigener Boss. Ich darf machen, was ich will, Freundchen. Ja, geh weg da. Geh weg da! Was ist genau geschieht? Ich möchte das Gelbe haben. So. Ja, das ist korrekt. Mit Helm. Gott sei Dank. Meinst du? Weil ich den alten nicht auch schon bezahlt habe, wahrscheinlich. Achso, muss ich den. Scheiße. Gut, dann wird das wohl nichts. Dann muss ich wohl tatsächlich einen neuen Fernseher kaufen. Schön. Läuft alles nach Plan. Wo muss ich überhaupt lang? Ach, hier diesen scheiß Weg hier langfahren, oder was? Immer wird mir gesagt, was ich zu tun habe. Ich möchte gerne quasi nicht das machen, was man mir sagt, was ich zu tun habe. Ja, dann fahren wir den Weg lang. Wenn die wollen, dass ich den Weg lang fahre, dann... Übrigens wieder mal viel Spaß mit dem Klicken meines Controllers. Schön, dass der Typ tatsächlich schwitzt. Früher war man froh, wenn man Fahrräder überhaupt tatsächlich erkennen konnte, auf seinem Bildschirm in seinem Spiel. Heute sieht man die Menschen tatsächlich schwitzen, während sie Fahrrad fahren. Auf meinem Bildschirm, auf dem ein Fahrrad dargestellt wird, das ohne weiteres als Fahrrad zu identifizieren ist. Wie schön. Ich verliere Gesundheit. Oh, ich bin schon wieder am Sterben. Ich fahre doch nur Fahrrad. Das ist eigentlich echt bescheuert, oder? Dass ich permanent sterbe, nur weil ich Sport treibe. Aber vielleicht hat das Spiel tatsächlich das Motto Sport ist Mord. Und dann macht das ja quasi schon wieder fast ein bisschen Sinn. Wird ihr bitte alle aus dem Weg gehen? Ganz schön voll hier. Ich bilde mir ein, aber ich glaube, ich habe auch gelesen. Schöne Einleitung zu einem Satz. Dass das Spiel hier, was Autos und Menschen angeht, deutlich voller ist als die PS3-Version. Wahrscheinlich bin ich deswegen die ganze Zeit etwas überrascht darüber, wie voll sie ist. Ist nicht unwahrscheinlich, ne? Wann kommt der Typ? Ja, hi auch. Also, ich glaube, das ist tatsächlich, weil natürlich eine neuere Konsole kann natürlich, vermutlich, mehr Sprites und so weiter, mehr Pixel, Polygone, was auch immer, gleichzeitig darstellen, deswegen mehr Leute. Deswegen will ich diese Stadt hier in der PlayStation 4-Version tatsächlich noch lebhafter als überhaupt schon im Original auf der PlayStation 3. Wobei das Original auf der PlayStation 3 war, was, 2013? Ja, ne? Das ist ja auch schon, ist quasi auch schon 2 Jahre her fast. Eigentlich Wahnsinn. You know, this is real nice, Dad. Bonding,
good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? Natürlich. You wouldn't have fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. Ja, was ein Zufall. Direkt da vorne. Und was ein Zufall. Da ist ein Loch im Zaun, wo ich jetzt durchspringen kann. Das ist ja unglaublich. So viel Zufälle auf einmal. Sehr schön. Ja, sagst du. Ja, dann ab dafür auch. Ja, das ist ein Zufall hier. Wunderschön. Gab mal auf der PlayStation 1 ein Spiel damals, als die PlayStation 2 noch relativ neu war, glaube ich sogar. Das nannte sich Diver's Dream. Das quasi nichts anderes war als... Hallo, darf ich bitte schwimmen? Danke. Eine Simulation von Tauchen und so weiter. Die Grafik im Spiel ist im Vergleich hierzu natürlich vollkommen beeindruckend. Ich werde mir sowieso mal überlegen, ob ich zwischendurch mal das ein oder andere alte PlayStation 1 Spiel einbaue oder so. Ich habe zum Beispiel FIFA 97 hier stehen. Ich werde mir überlegen, in einem Jahr, also so, wenn in einem Jahr FIFA 17 rauskommt, werde ich dann vermutlich FIFA 97 vorstellen. Dann so als Kontrast dazu, dass alle Leute gerade FIFA 17 spielen, ne? So machen wir das dann. Das ist der Plan. Und was wird den Plan, werden wir sogar in die Tat umsetzen. Freunde der Südsee. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal schwimmen war. Wobei, Jetski würde ich schon mal gerne machen. Jetski macht bestimmt Spaß. Wave Race übrigens. Eines der, meiner Meinung nach, besten Nintendo 64-Spiele. Hat absolut Bock. Überraschenderweise. Wave Race gibt es dann auch noch für den GameCube. Das macht aber nicht so viel Spaß. Also die ältere Version ist tatsächlich cooler, meiner Meinung nach. Also jetzt nicht nur wegen Nostalgie, sondern weil es einfach mehr Spaß macht. Ist ja auch nicht so freundlich. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey, ain't cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Warum so aggressiv? You're such a jerk. Oh. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Who's causing the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers. Oh, sexy Unterwäsche, die hier tragen. Fast so erotisch wie die von dem Tennislehrer. Super. Super. Jetzt muss ich auch noch flüchten. Ist das richtig, dass ich hier direkt rein muss? Ja, ich bin dabei. Outlet ist übrigens hier was anderes als soweit hier. Wenn Outlets hier aus solchen komischen Tunneln irgendwelche Kanalisationen werden, werden Outlets wahrscheinlich nicht so beliebt, wie sie es jetzt sind, glaube ich. Wobei ich persönlich noch nie in einem Outlet war. Gibt es nicht sogar so eine komplette Einkaufsstraße, so eine kleine Halbstadt sozusagen, die nur aus Outlets besteht? Ja, Los Santos. Ich glaube, das gibt's. Ich meine, ich habe das mal irgendwo im Fernsehen gesehen. Also, oh. Also nicht Los Santos, sondern diese Outlet-Stadt. Das ist bestimmt schlecht, was ich hier gerade mache. Darf ich jetzt bitte weg? Danke. Geht doch bitte weg. Ich möchte nicht sterben, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich mich entscheiden. Wahrscheinlich fahre ich jetzt genau in die Mitte. Achtung. Habe ich geschafft. Ja, ist okay. Schöne Petze übrigens auch. Danke. Weißt du, ich versuche dir gerade den Arsch zu retten vor irgendwelchen komischen Pornotypen. Und du willst die mich umbringen. Danke. Das ist wirklich sehr nett von dir, du Arsch. Wer hat die nur erzogen? Was du nicht sagst. Ab geht er. Wave Race macht übrigens mehr Spaß, meiner Meinung nach. Hat die jetzt so gekreischt, weil uns ein Boot in Schritttempo entgegenkam? Also wem bringe ich denn bitte um? Ich flüchte. Ja, schön wert. Schön wär's. Auch gemein. Ja. Aber so bin ich halt, ne? Ja, zum Ufer meinst du. Also Wave Race ist ungefähr auch jedenfalls Jetski, nur in toll. Vielleicht spiele ich das auch mal irgendwann. So ein einzelnes Video, also natürlich keine Reihe, dann... Vielleicht fange ich irgendwann mal an, noch einzelne Videos ab und zu mal einzuschieben. Ich denke schon, dass ich das mache. Muss ja nicht immer eine 50-teilige Reihe sein.
Effing aber auch. Womöglich. Oh oh. Können die Dinger mich umhauen? Die Dinger können mich bestimmt umhauen. Ja, wir haben es Gott sei Dank im Schweiße unseres Angesichts. Wer denn? Wo denn? Gaybag direkt. Schöne Physik. Absolut nötig. I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Natürlich. Sei froh, meine Liebe. Sei dankbar. Sind das die Achselhaare, die da rausgucken, oder was ist das? Nee, das sind Schusslöcher. Oder auch Achselhaare. Wobei die Frage ist natürlich, was jetzt schlimmer ist, ne? Ob ich da jetzt Achselhaare sehe, oder Achselschweiß, oder Achselstein. Oder Schusslöcher. Das ist alles nicht so toll, glaube ich. Ja, wobei Axel Stein würde ich nur am liebsten. Jetzt ist das Gesicht von Axel Stein unter meinen Armen, wenn ich, keine Ahnung, morgens wach werde und duschen gehe oder so. Wahrscheinlich würde ich mich da auch ein bisschen erschrecken. So, was machen wir jetzt noch? Triathlon brauchen wir nicht, ne? Wir wollen keinen Triathlon. Weißt du, was ich jetzt mache? Wir haben ja noch so einen Typ hier. Und der kriegt jetzt auch einen Vollbart. Das ist jetzt. Das ist das Thema unseres Letzkrutz von GTA 5. Vollbärte, meine Damen und Herren. Ohne Vollbärte geht hier gar nichts. Wobei, ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass der Vollbart bei dem gar nicht so... Was ist das, ein Stau oder was? Ach, guck mal, da ist so der Friseur. Da müssen wir gar nicht so weit fahren. Das ist ja verrückt. Das ist glaube ich, sogar derselbe, bei dem ich Michaels Bart habe machen lassen. Jetzt würdet ihr bitte alle gehen. Ich möchte... Ich habe Wichtiges zu tun, ja? Ich brauche einen Vollbart. Entschuldigung mal bitte. Also, das ist ja fast so, als wäre eine Frau schwanger. So, eine Presswehen oder so. Da kann dann... Achtung. Ja, jetzt, du willst mich jetzt umbringen. Du fährst mir ins Auto. Der ist mir eindeutig ins Auto gefahren. Like, comment und subscribe, wenn der mir ins Auto gefahren ist. Subscribe vor allem. Kann ich jetzt trotzdem mir einen Bart machen lassen, obwohl der Typ mich gerade verfolgt? Das ist übrigens scheinbar nicht derselbe. Oder ist es doch derselbe Friseur? Das ist doch derselbe Friseur. Geht alle weg, ihr grünen Menschen. Grün sind die von der Grove Street, ne? Das sind die quasi die Guten. Hab ich beschlossen. Was ich ihn meint hab, das sag ich dir. Vollbart, Alter. Was sonst? Gibt's irgendwelche Alternativen, bitte? Was haben wir denn noch so schönes? Okay, ja, der R. Kelly Gedächtnis-Look, oder was? Wir wollen kein... ja, ich werde es im Hinterkopf behalten. Ach du Scheiße. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Dreadlocks. Weißt du was? Weißt du was? Wir nehmen jetzt diese bekloppten Sternchen. Wo waren die? Ach, da vorne. Wo war... Ich schon wieder... Ich blöd? Ich bin blöd. Like, comment und subscribe. Ja, natürlich. Das kriegst du mit Sicherheit ohne Brille hin. Ich meine, wer könnte nicht mit einer normalen Schere Sternchen in meine Frisur machen? So, ich hoffe, du hast... Yes! Yes! Das sieht natürlich total bescheuert. Nehmen wir lieber die Stoppeln? Wir nehmen lieber... Ja, wir fangen erstmal damit an. Meine Damen und Herren. Weil... Muss ja cool sein, nicht wahr? Im Übrigen, ungefähr so cool, wie für mich eure Likes und Comments sind. Teilt meine Videos auf Facebook, sagt euren Freunden Bescheid, was auch immer. Mit allem, was er für mich tut, würde er mir wirklich sehr, sehr viel weiterhelfen. Über jeden Subscriber würde ich mich natürlich wie immer genauso freuen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Des Weiteren möchte ich mich natürlich wie immer dafür bedanken, dass ich diese Tür betreten da oder verlassen darf, vielmehr. Und dass er außerdem eure Zeit mit mir verbracht habt. Die Frisur ist natürlich auch... Das ist ein schöner Abschluss dieses Videos. In diesem Sinne verabschiede ich mich natürlich wie immer von euch, winkenderweise und hochoffiziell. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.